bin Alice und singe Vespetta in Pimpinone. Ich bin Rita. Ich bin bei Pimpinone die Pianistin. Ich bin Eva. Ich mache bei Pimpinone Musikvermittlung und Moderation. Ich bin Andreas und in Pimpinone singe ich den Pimpinone. Pimpinone ist ein, heute würde man vielleicht sagen, ein Neureicher, der ja in einer gewissen Form, glaube ich, ein sehr einsamer Mensch ist. Vespetta ist ein Kammermädchen, versucht einen besseren Status für ihr Leben zu haben. Weil die starke Figur, die Handlungsfigur in diesem Stück ist eigentlich die Vespetta. Dafür ist sie ziemlich schlau und entwickelt sehr gute Strategien. Wie innig diese Liebe ist, ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall, also von ihm geht, glaube ich, deutlich mehr Emotion aus als von ihr. So schlag ich so den Schatten, so schlag ich so den Schatten. Diese zwischenmenschlichen Themen, die sind wie damals als auch heute aktuell. Alles begann mit der Frage, wer geht morgen noch in die Oper? Wir diskutieren über die Sachen, es darf alles zur Diskussion stehen. Das heißt, wir versuchen im Kollektiv ein möglichst gutes Ergebnis zu bringen. Aber ich kann auch verstehen, warum man Berührungsängste hat, weil Opern sind oft furchtbar lang, ganz schwer verständlich. Ich finde es wichtig, wenn die Menschen kommen, ohne eine vorgefasste Meinung zu haben. Oper ist zugegebenermaßen für viele Leute echt schwer zugänglich. Manchmal müssen wir Dinge übertreiben, um die dann klar zu machen. Ich möchte so gerne das Publikum von morgen, also meinen Beitrag leisten, dass das Publikum von morgen kommt. Wir sind absolut unter einer Stunde und haben danach eben noch eine Diskussion, sodass man nicht mit dem Applaus dann rausgeht und das war's, sondern noch ein bisschen reflektiert über das, was man gesehen hat. So kam der Wunsch dann, diese Form auch an Schulen zu bringen, weil die Schüler das Publikum von morgen bilden. Da geht es ja um Geschlechterrollen, die Aushandlung zwischen Rollen von Mann und Frau. Und wir denken, dass das auch für Jugendliche schon ein unglaublich wichtiges Thema ist. Weil genau da überraschen wir die Leute und sagen, das ist auch toll und das berührt auch alle von uns.